Zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Für mich schon ein langer Tag. Beginnend quasi aus Südösterreich hierher zu reisen. Ich darf ein bisschen was berichten zu dem Thema Kompetenzen validieren, ein Begriff, der viele verschiedene Facetten hat, und darf gegen Ende dann fast in ein Plädoyer überleiten, solche Schritte der Validierung für mehr zu nützen als zur Kompetenzdiagnostik. Sie werden gleich sehen, was ich damit meine. Zu mir als Person nur so viel, weil Sie werden es am ersten Zitat vielleicht gleich merken, ich komme aus der Berufsbildungsforschung und habe ein hohes Verständnis dafür, dass Lernen sich nicht nur da oben abspielt. Was meine ich damit? Ich zeige es Ihnen gleich. Wie springe ich durch? Das Validierungsthema, da sprechen viele Dinge dafür. Die möchte ich mit Ihnen kurz durchspringen. Es sprechen einige Dinge dagegen oder bremsen ein bisschen, aber die hohe Politik hat bereits entschieden, dass das das Thema der Zukunft sein soll. Dann ein paar Hinweise zur Identifikation von Kompetenzen, dass das gerade aus den Bereichen, aus denen Sie kommen, alles kein Neuland ist, sondern das betrifft eher die formalen Bildungseinrichtungen, dass die sich da Schwierigkeiten machen damit. Ein paar Hinweise dazu. Und dann komme ich schon ein bisschen zu meinem Plädoyer. Es hat bei uns in der Debatte um Einführung von standardisierten Prüfungen im Schulwesen eine stehende Kritik gegeben, dass vom Wiegen die Sau ja nicht fetter wird. Also ich kann immer mehr messen und messen und messen, deswegen können die Schülerinnen und Schüler deswegen die Dinge auch nicht besser. Und wenn ich meine ganze Aufmerksamkeit dorthin lenke, habe ich nicht mehr genug Kapazitäten, um Ihnen was beizubringen. Aber ich werde Ihnen zumindest die Botschaft mitgeben, dass wenn man es gut macht, das vielleicht doch ein bisschen mehr werden könnte. Und das bildet dann auch gleich das Resümee. Aber jetzt mein Hinweis auf die berufliche Bildung, habe ich Ihnen ein Zitat von Henrik Ibsen mitgebracht, der sich nicht nur der norwegischen Lyrik und Dramatik gewidmet hat, sondern auch einen aus meiner Sicht sehr klugen Hinweis darauf gegeben hat, dass wir uns nicht darauf konzentrieren sollten, dass die Welt nur aus Menschen besteht, die über Welt sprechen, sondern dass unsere Welt wesentlich auch daraus besteht, dass Menschen anpacken. Und dass das ein gewisser Unterschied ist. Das Zitat, eine der Übertragungen, Weltverbesserer gibt es genug, aber einen Nagel richtig einschlagen können die wenigsten. Jetzt kann ich mir den Kopf drüber zerbrechen, wann schlägt jemand einen Nagel gut ein? Was weiß eigentlich jemand, der einen Nagel gut einschlägt? Woran erkenne ich das? Und wieso glauben wir, dass Tischlerinnen und Tischler, die ein bei Ihnen IHK-Zertifikat haben oder eine Meisterprüfung oder ein Zimmerer, eine Zimmerin, das können, und jemand, der es im privaten Umfeld tausende Male gemacht hat, als Häuselbauer, wie man bei uns in Österreich sagt, oder vielleicht als Heimwerkerin, als Heimwerker oder Modellbauerin, Modellbauer, das macht. Warum glauben wir, dass das eigentlich was anderes ist? Und darum dreht sich eigentlich das große Thema der Validierung. Wie kommen wir dorthin, dass es eigentlich nicht wichtig ist, welchen Weg ein Mensch genommen hat, sondern wir eigentlich mit sehr starkem Gewicht immer darauf schauen, wer hat über den Menschen befunden. Da kann man jetzt auch wissenschaftlich viel drüber nachdenken. Es ist nicht sehr gut beforscht. Ich habe Ihnen hier nur als ein Beispiel, geht es nicht um Detail, einen rudimentären groben Versuch einmal zu beschreiben aus einer wirtschaftspädagogischen Perspektive, was das Einschlagen eines Nagels denn an einzelnen Teilschritten hat. Sie sehen, das ist keine Handlungsanleitung. Das ist eine sehr kopfige Beschreibung dessen, worin das qualitätsvolle Einschlagen eines Nagels besteht. Oder wir haben, und das kommen wir vielleicht unserem gemeinsamen Thema hier schon ein bisschen näher, sehr viele Praxisanleitungen. Ich habe Ihnen hier einen großen Baumarkt mitgebracht, der auf seiner Webseite hier praktische Anweisungen gibt, wie Nägel richtig einzuschlagen sind. Ist die Frage, glauben wir, wenn jemand sagt, das Video habe ich mal angeschaut quasi und jetzt kann ich nageln? Also in diesem Spannungsbogen.
Es gibt Leute, die können es beschreiben auf 20 Seiten, wie ein Nagel richtig eingeschlagen wird. Es können Leute sagen, ich habe es gesehen, wie es gemacht wird. Und es gibt Leute, die können es. Und entweder haben sie einen Zettel darüber, dass sie es können, oder sie haben keinen Zettel. Wenn sie keinen Zettel haben, dann sind wir im Thema der Validierung. Begründet lässt sich das auf unterschiedlichste Weise. Es gibt drei pragmatische Gründe, warum das wichtig, richtig und wahrscheinlich auch zukünftig häufiger der Fall sein wird. Und eine sachliche Begründung, die pragmatische, es geht darum, Lebenszeit zu schonen. Wir haben alle begrenzte Zeit zur Verfügung. In Zeiten des Fachkräftemangels ist das auch ökonomisch und volkswirtschaftlich relevant, die Menschen schneller in den Arbeitsprozess zu bekommen. Es gibt insgesamt knappe Ressourcen auf der betrieblichen Seite, aber auch im Bildungswesen wird es immer knapper. Und wir haben die Situation, dass wir zunehmend Personen haben, die ihre Berufs- und Ausbildungsbiografie eben nicht bei uns absolviert haben und mit Erfahrungen zu uns kommen, die wir nicht interpretieren können, die entweder auch nicht belegt sind, ganz unterschiedliche Gründe. Dieser Anteil wird auch größer und dann taucht das Phänomen auch auf. Was weiß jemand, was ist jemand in der Lage zu tun und wer beglaubigt das? Und dann gibt es noch eine sachliche Begründung, das kennen Sie wahrscheinlich aus unterschiedlichen Kontexten, diese Formel 70-20-10. 70% dessen, was wir wissen können und in der Lage sind zu tun, haben wir auf informellem Wege gelernt, 20% auf nicht formalem Wege, das heißt in organisierten Lernprozessen, aber in der Regel nicht staatlich zertifiziert und 10% wird durch staatliche Zertifikate belegt. Das ist quasi wissenschaftlich quasi plausibel, aber jetzt sozusagen nicht robust nachgewiesen, aber auf mehreren wissenschaftlichen Strängen deutet sich dieses Ergebnis an für Menschen, die handlungsfähig sind. Das gilt nicht für Siebenjährige, das gilt für Menschen, die in unserer Lebenswelt, Arbeitswelt oder auch im Privaten kompetent sind. Und dann taucht natürlich schon die Frage auf, warum sollte sich mein Entlohnungsschema in einem Tarifvertrag etwa denn nach diesen 10% richten und nicht nach den 70%. Warum spüre ich das denn nicht in meiner Geldbörse, dass ich viel mehr kann, als ich zum Zeitpunkt meines Berufs- oder Schulabschlusses gekonnt habe? Und da bin ich schon sagen, bei den Hemmnissen, die springe ich auch nur ganz schnell durch. Es gibt wieder auch da theoretische Hemmnisse. Aus der Betriebswirtschaft kommend oder aus der ökonomischen Betrachtung kennen wir alle sagen, das nicht so schöne Wort für einen Erziehungswissenschaftler des Humankapitals. Aber die Theorie begründet ja, warum investieren Unternehmen in Weiterbildung? Und sie investieren dann in Weiterbildung, wenn es zu Produktivitätszuwächsen führt. Andererseits, wenn es zertifiziert wird, wird dieses Humankapital in einer gewissen Weise dynamischer und kann natürlich auch mitgenommen werden. Und das ist jetzt nicht im primären Interesse des Investors. Also das ist ein theoretisches Hemmnis, das ein bisschen die Entwicklung der Validierung von Kompetenzen, die eben en passant arbeitsintegriert am Arbeitsplatz oder auch an anderer Stelle dazukommen, bremst. Dann gibt es ein konzeptionelles Problem, da komme ich gleich noch einmal mit einer Extrafolie drauf. Wo schauen wir denn eigentlich hin? Und was sehen wir nicht? Weil wir eben immer mit einer bestimmten Erwartungshaltung dorthin schauen. Und wir suchen das, was wir kennen. Das, was wir gar nicht vermuten, finden wir nicht. Aber gleich dazu noch einmal mehr. Dann habe ich schon angesprochen, das tarifvertragliche Thema. Es gibt punktuell Möglichkeiten, solche Kompetenzzuwächse auch quasi nutzbringend für die Arbeitnehmerinnen in Anschlag zu bringen. Aber das ist noch ein weites Feld. Oftmals wird aus unterschiedlichen Gründen hier auf die im Formalsystem verliehenen Zertifikate abgestellt. Und der letzte Grund ist einer, der immer, wenn man sich da näher mit befasst, sagen, eigentlich das schlagende Argument dann wird, das ist elends aufwendig. Sehr individualisiert, sehr beratungsintensiv, sehr domänenabhängig. Das Einschlagen eines Nagels im Dachdeckergewerbe ist wahrscheinlich was anderes als das Einschlagen eines Nagels im Kunsthandwerksbereich, beim Tapezierer. Und sozusagen da
gibt es dann schon wieder Unterschiede. Und dann ist noch die Frage, ist das vielleicht dann in einem industriellen Fertigungsprozess auch noch einmal was anderes als im Gewerbe und alle diese Themen. Und dann bin ich nur beim Einschlagen eines Nagels und die vielen anderen tausenden Tätigkeiten gar nicht abgebildet und dann wird es natürlich ganz schwierig. Zu dem Konzeptionellen ein Hinweis. Eigentlich ist tatsächlich von der Konzeption verwunderlich, warum wir unseren Bildungseinrichtungen vertrauen. Wenn jemand das durchlaufen hat, dann glauben wir es. Also für Österreich ist es immer leicht, wenn man im Ausland spricht. In Österreich quasi haben wir eine massive Qualitätsdebatte im Bildungswesen. Und die Einführung von zentralen Prüfungen ist ein Indikator dafür. Und im Bereich der dualen Ausbildung haben wir die seit Einführung der dualen Ausbildung diese Debatte. Ist die Ausbildung A oder im Betrieb A eigentlich wirklich gleichwertig mit der Ausbildung im Betrieb B? Aber grundsätzlich vertrauen wir. Nur wenn solche Prozesse nicht standardisiert durchlaufen worden sind, dann wissen wir nicht, worauf wir uns stützen sollen. Und eine der Schwierigkeiten ist, dass wir es immer dann im Hinblick auf die Referenzqualifikation betrachten zum Berufsbild. Das Berufsbild ist aber etwas, was für Deutschland oder für Österreich gilt. Wenn ich, nehmen wir das Beispiel, eine äquivalente Ausbildung in Jakarta gemacht habe, da haben die Personen sicher Dinge gelernt, die bei uns nicht im Berufsbild drinstehen. Nur weil sie bei uns nicht drinstehen, suche ich sie gar nicht. Und die Personen wissen Dinge und können Dinge, die bei uns aber nicht abgebildet werden können. Da kommen jetzt gewisse Chauvinismen hinein, da kommen bestimmte Unsicherheiten hinein, also ganz bunte Vielfalt. Manche sprechen dann tatsächlich auch von sowas wie einer epistemischen Gewalt, die da sagen, auch niederschlägt, wenn manche Dinge einfach nicht gewürdigt werden. Das ist ein ganz breiter moralischer Anerkennungsdiskurs, der da dahinter steht. Aber wenn Sie das ein bisschen interessiert, schauen Sie sich das Buch von der Ilka Sommer mal an, Gewalt des kollektiven Besserwissens, was wir finden, wenn wir auf Biografien schauen, die Menschen im Ausland durchlaufen haben und was wir alles nicht sehen. Die Menschen können viele Dinge, die bei uns gar nicht gefordert sind, aber sie werden nicht relevant, weil wir immer auf unser System schauen. Was mehr und was anderes ist, wird nicht gewürdigt. Das spricht konzeptionell dagegen, aber ich habe schon angesprochen, die Politik hat sich entschieden, das Validierungsthema ist das Thema. Weniger jetzt in der betrieblichen, da werde ich Ihnen zeigen gleich, dass das eigentlich immer schon da war. Eher im Policy-Prozess, im Bildungswesen gibt es auf der europäischen Ebene mittlerweile Richtlinien, wie solche Validierungssysteme aufzubauen sind. Die Länder verhalten sich dazu in unterschiedlicher Weise. Hier habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht. Für Österreich gibt es sogar eine eigene Strategie zur Validierung des nicht- und informellen Lernens, wo sozusagen dieser Policy-Prozess aufgesetzt wird. In der deutschen Weiterbildungsstrategie habe ich sozusagen als Stichworte gefunden, aber jetzt noch nicht sozusagen mit einem Niederschlag, aber auf der europäischen Ebene wird das massiv gepusht, dieses Thema. Im betrieblichen Kontext ist das kein Neuland. Ich habe Ihnen nur zwei Perspektiven mitgebracht, die werden Ihnen bekannt vorkommen. Die österreichischen Beispiele, auf die können wir vielleicht dann im persönlichen Gespräch eingehen, wo wir da Vorerfahrungen haben. In der Personalentwicklung kennen Sie alle die arbeitsintegrierten Ansätze wie kompetenzförderliche Arbeitsgestaltungen oder die Gestaltung von Unternehmensorganisationen als lernförderliches Setting. Sie kennen kompetenzförderliche Lohn- und Anreizsysteme. Sie kennen betreuungsorientierte Ansätze wie Mitarbeiterinnengespräche, Coaching, Mentoring, kollegiale Beratung, Peer-Feedback, Karriereberatung. Das sind alles Instrumente, die eigentlich zur Identifikation von Kompetenzzuwächsen verwendet werden, seitdem es sie gibt. Die Policy-Ebene nimmt das nur nicht wahr. Die denkt immer quasi in Strukturen und Institutionen und Zertifikaten. Die Prozesse sind eigentlich auf der betrieblichen Ebene vielfach implementiert oder aufgabenorientierte Personalentwicklung. Und da sind wir nah bei E-Learning-Elementen, wo über Computer- oder netzbasierte Personalentwicklung stattfindet. Aber auch wenn man in die eher stärker psychologisch orientierten Zugänge wie die Eignungsdiagnostik hineinschaut, dazu gibt es eine eigene DIN-Norm, der eine, die andere unter Ihnen wird es kennen, da werden schon verschiedene Verfahrensklassen benannt. Dokumentenanalysen
Zeugnisse, Dienstzeugnisse, Zertifikate, der Lebenslauf und viele andere Dinge, reflexive Texte, alles Mögliche, sind alles Dokumente, die dafür genutzt und analysiert werden können. Sie kennen alle Interviews, das klassische Interview im Rahmen des Vorstellungsprozesses, aber auch Interviews mit Referenzgeberinnen, früheren Arbeitgeberinnen und anderen, die hier genutzt werden. Es gibt Verhaltensbeobachtungen, da wird es natürlich spannend. Denken Sie an das Nagelbeispiel. Das schauen wir mal an. Nicht ich, quasi, ich bin jetzt kein Experte, quasi, was ein gut eingeschlagener Nagel für Qualitätsmerkmale haben muss, aber jemand, der sie auskennt, quasi, schaut jemandem zu und kann sagen, ja, so macht man das. Ne? Oder der macht es so, wie wir das machen würden. Arbeitsproben, simulative Prozesse, einen Nagel einschlagen, das kann ich demonstrieren. Quasi. Die Dynamik einer Gruppe als Trainer in der Erwachsenenbildung quasi gut auffangen und zu gestalten, das werde ich in einer Simulation vielleicht besser machen. Oder vielleicht ist auch das Rausoperieren eines entzündeten Blinddarms besser in der Simulation zu überprüfen als in situ. Wenn es um Leib und Leben geht, haben Simulationen einen hohen Sinn. Rollenspiele und alles kennen Sie gut. Dann gibt es messtheoretisch fundierte, wenn sie gut gemacht sind, Fragebögen, Persönlichkeitsfragebögen, Interessenfragebögen oder sogar Tests, Intelligenztests, Wissenstests, Fachkenntnistests oder Situational Judgment Tests. Sie kennen diese Instrumente aus dem Personalwesen in unterschiedlicher Weise. Die machen im Grunde nichts anderes als Kompetenzen identifizieren. Man hat es nur so nicht bezeichnet. Die Policy-Ebene hinkt da hinterher. Mein Plädoyer jetzt zum Abschluss allerdings, wir sprechen oftmals, wenn wir von Validierung oder Anerkennung von Kompetenzen sprechen, von Assessment-Prozessen, die sagen, das Lernen oder die Ergebnisse des Lernens darstellen sollen. Mein Plädoyer geht eher in die Richtung, wenn wir solche komplexen Verfahren machen, denken Sie an diese eignungsdiagnostischen Schritte, nützen wir die Verfahren auch, das Assessment selbst für den Lernprozess fruchtbar zu machen oder sie sogar als Lernprozess zu deuten oder zu interpretieren. Wir haben es vorher in dem KI-Input gehört, sagen, das kann vielfach schon, wird das vielfach schon gemacht, aber wir brauchen es konzeptiv noch einmal aufgesetzt. Und sozusagen da geht eben mein Plädoyer hin, weniger an summative, das heißt sozusagen Inhalte überprüfende Verfahren zu denken, sondern an formative, die viel stärker sozusagen den Lernprozess der Personen in den Blick nehmen und zum Gegenstand dieses Assessments machen, dass Personen ermächtigt werden, ihren eigenen Lernprozess sichtbar zu machen, zu erkennen, wo sind meine Fortschritte, was habe ich gemacht, wo sind noch meine Entwicklungsbedarfe, dafür Impulse zu geben. Von meinem Ausgangspunkt, wie komme ich zu einem Ziel, das wir gemeinsam verhandeln. Das ist die Stärke von gut gemachten Assessment-Verfahren, die zwar sagen, die Standortbestimmung in einer Performanceprüfung machen, aber gleichzeitig den anschließenden Lernprozess gleich mitnehmen und nicht nur zurückschauen, sondern eigentlich nach vorn schauen. Dazu ließe sich viel sagen, die Zeit galoppiert. Und es gibt dann auch noch unterschiedlichste Besonderheiten, die wir berücksichtigen können. Auch das ist vielleicht etwas, was wir dann im Gespräch noch ausführlicher behandeln können. Eben bei psychomotorischen Hand-on-Themen muss ich ganz anders damit umgehen als bei verbalen Aspekten. Über manche Dinge kann man nicht sprechen, die muss man tun. Ich kann natürlich auch darüber sprechen, nur das ist noch nicht die Kompetenz, die ich eigentlich sichtbar machen will und vieles andere. Es geht um Standardisierung, es geht stark um Individualisierung, es geht um die Frage, wie realitätsnah kann das sein, muss das sein. Das ist beim Flugsimulator was anderes als eben beim Nägel einschlagen. Lerntheoretisch sprechen wir da über metakognitive Strategien und deren Regulation. Das ist sozusagen mein Plädoyer, das ich Ihnen gerne mitgeben will. Immer wenn Sie von Kompetenzanerkennung hören oder darüber sprechen oder das mit jemandem durchdenken, nehmen Sie das mit. Es geht darum, die Menschen zu ermächtigen, hier auch selbstständig weiterzutun und sich Wege zu eröffnen. Das ist relativ gut erforscht. Und das Wesentliche, glaube ich, ist, sozusagen, dass wir nicht in Standardisierungen hineinkippen, was es auf der anderen Seite natürlich dann auch tatsächlich zu aufwendigen Verfahren macht. Aber die Verfahren lohnen sich, wenn es
um gestärkte Individualität geht und sagen, damit sagen, ende ich auch wieder mit einem Zitat, diesmal von Oscar Wilde: Be yourself, everyone else is already taken. Dankeschön.